Also Kaspar ist tot. Weh, unser guter Kaspar ist tot. Wer verbirgt nun die brennende Fahne im Wolgenzopf und schlägt täglich ein schwarzes Schnippchen? Wer dreht nun die Kaffeemühle im Urfass? Wer lockt nun das idyllische Reh aus der versteinerten Tüte? Wer schneuzt nun die Schiffe Parapluies, Windäuder, Bienenfeder, Ozonspindeln und entgrätet die Pyramiden? Weh, 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 unser guter Kaspar ist tot, heiliger Bimbam, Kaspar ist tot. Die Haifische klappern, herzzerreißend vor Leid in den Glockenscheinen, wenn man seinen Vornamen ausspricht. Darum seufze ich weiter seinen Familiennamen, Kaspar, Kaspar, Kaspar. Warum hast du uns verlassen? In welche Gestalt ist nun deine schöne, große Seele gewandert? Bist du ein Stern geworden oder eine Kette aus Wasser an einem heißen Wirbelwind? Oder ein Euter aus schwarzem Licht oder ein durchsichtiger Ziegel an der stöhnenden Trommel des felsigen Wesens? Jetzt vertrocknen unsere Scheitel und Sohlen und die Feen liegen halb verkohlt auf dem Scheiterhaufen, jetzt donnert hinter der Sonne die schwarze Kegelbahn und keiner zieht mehr die Kompasse und die Räder der Schiebkarren auf. Wer ist nun mit der phosphoreszierenden Ratte am einsamen, barfüßigen Tisch? Wer verjagt nun den Sirokoko-Teufel, wenn er die Pferde verführen will? Wer erklärt uns nun die Monogramme in den Sternen? Seine Büste wird die Kamine aller wahrhaft edlen Menschen zieren. Doch das ist kein Trost und Schnupftabak für einen Totenkopf.